Charakterpunkte haben wir nicht noch einen bekommen. Ne, das Ignit-Zeichen haben wir nur erhöht. Das haben wir ja schon. Das war clever. Dass ich darauf gekommen bin, hier von oben den hoch auf den Fels zu locken und dann von unten, wenn er unten ist und dann nicht von oben. Das war echt clever. Star Wars hat uns einiges gelehrt. Die höhere Plattform zu haben ist immer das Beste. So, nun finde heraus, was der Dorfbewohner von Niederwürr tötet. Das haben wir jetzt irgendwie, den Werwolf. Den haben wir getötet. Den Baum anzünden kann man nicht. Okay, hier ist wohl noch irgendwo was. Gegen das wir wahrscheinlich kämpfen müssen. Meditieren wäre wahrscheinlich nicht falsch. Zumindest ein paar Stunden. Der Werwolf reicht nicht aus. Der hat einen, der ist noch nicht. Ein Kind. Ist noch nicht Beweis genug. Auch die Frauen wurden nicht verschont. Müssen wir erstmal die Beweise untersuchen, die hier die Leichen uns angucken. Einmal im Kreis herum. Ein Ort der Macht. Ah ja. Und Geralt natürlich nicht hoch. Waren wir hier nicht schon? Ja, da waren wir doch schon. Hier haben wir gegen den Werwolf gekämpft. Wenn mich alles täuscht. Da liegt er doch. Der Mannwolf. Okay, hier haben wir ein Skelett. Und das untersuchen wir wie. Was suchen wir? Etwas Bestimmtes. Oder sind wir zurück ins Dorf und den dürfen dann sagen, was wir hier gefunden haben. Die Hexer sind übrigens nichts. Gestrüpp. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ja, ach was. Noch mehr Gestrüpp. Dann sammeln wir hier ein paar Pflanzen.
Den haben wir schon untersucht. Okay, da ist was. Baum herum. Okay. Schnell reisen. Das wollen wir nicht. Ist trotzdem sehr praktisch. Okay. Der Baum. Können wir in den Baum rein oder auf den Baum rauf oder was genau? Ah, finde eine Passage, die unter den Hügel führt. Okay. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ja, aber ich glaube, hier ist so ein Höhleneingang. Zumindest hier ist ja einer auf der Karte und. Und hier geht's auch rein. Ich hoffe, es sind keine weiteren Werwölfe. Da komme ich gerade wohl nicht durch. Längst tauchen. Ist der, ich sag nur, ich frage nur mal so aus Interesse, ist Geralt mit Guybrush Threepwood verwandt? Weil er kann ja 5 Minuten unter Wasser. Geralt kann ja scheinbar 5 Minuten unter Wasser Luft anhalten. Das ist eine Eigenschaft. Was willst du hier? Wozu das Blut vergießen? Die Gamebosch auch kennt. Bringst du mir den Tod? Oder ist meine Freiheit dein Wunsch? Ich wurde angegriffen. Dies ist mein Gefängnis. Eine belagerte Festung. Ich warte auf Mörder. Und mein Wald beschützt mich. Mörder? Mörderschwestern töteten meinen Leib, jagen meine Seele, da ich ihnen trotze. Die wichtigsten Fragen zuerst. Wer bist du? Ich verließ meinen Kreis. Ich schützte das Gleichgewicht. Die Mummen töteten mich, verfluchten meinen Geist. Ich habe noch nie von einem Druidenkreis in Wesen gehört. Ich wandere ewig durch ein Labyrinth von Zweigen, rutsche hilflos über Blätter. Dann kennst du die Mumen wohl gut. Sie sind Velens Fluch. Durch abgeschnittene Ohren hören sie alles. Sie verweben Haare und Leben. Ihre Macht erhalten sie von einer Brühe aus Menschenfleisch. Ich sauf hier nur meinen Kaffeemaus, während sie reden. Warum haben sie dich getötet? Die Mumen wollen dieses Land haben. Und allein im Wald herrschen. Ich war ihnen im Weg, musste also sterben.
Ja. Ich sah Frauen und sogar Kinder tot auf diesem Hügel liegen. Wollten auch sie dich vernichten? Vor der Natur, dem Wald, der Erde ist Tod gleich Tod. Sind alle Tode gleich. Ich weine, ich jammere. Niemand hört mich. Du sagst, du seist gefangen. Wie das? Ich bin gebunden mit magischen Fesseln. Ich wandere endlos. Ein Blätterlabyrinth. Die Kinder. Ich weiß alles, was sie erwartet. Was zum Henker? Was ist sie? Ich muss helfen. Wenn den Weisen etwas droht, helfe ich ihnen selbst. Die Kinder sind schon fort. Bitte befreie mich. Ich kann sie ein oder Sturm er sein, ein wilder Galopp. Ich maybe es. Nur ich kann es. Sieht mir mehr nach einem S aus. Warum glaubst du, dass die Kinder auf der Lichtung in Gefahr sind? Die Schwestern haben sie genommen. Sie kehren nicht zurück. Wohin haben sie sie verschleppt? Ich kann helfen. Es ist zu spät. Es gibt kein Zurück. Und keine Straßen nach Art Servin. Sie werden alle sterben. Lass mich sie retten. Ich werde dir helfen, ich glaube dir nicht. Das ist jetzt so ein... das ist jetzt so eine Sache, das ist halt... Das ist jetzt so eine Entscheidungs... So eine Entscheidungsgeschichte. Soll ich die befreien und eventuell riskieren, dass der das ganze Dorf vernichtet? Oder... Was passiert, wenn wir ihr nicht helfen? Ich glaube, diesem Monster, was dort ist, es. Ich meine, das kann natürlich auch gut sein, aber das ist ein wabelndes, waberndes Fleischzeugs, was in einem. Also, es ist. Das kann ich noch nicht entscheiden. Du musst zurückkommen. Schaut euch das an, das ist. Bitte, sieh dich vor. Meine Wächter wachen noch immer. Das Ding sieht so gefährlich aus. Ich weiß nicht, soll ich das töten, soll ich es am Leben lassen? Ich bin wieder da. Ich habe gewartet. Du bist zurück. Was hast du gewählt? Hilfe! 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 Ich will wieder frei sein. Ich will es einfach nicht, auch wenn das vielleicht herzlos ist und ich eventuell einen guten Geist irgendwie töte und damit den Zorn von allen auf mich ziehe, von den Schwestern und irgendwie von anderen Göttern und damit vielleicht was Schlimmeres erzeuge. Es ist, ich habe zu viel Resident Evil und so ein Zeug gespielt. Also ich weiß. Es ist, ich halte das für brutal dämlich, wenn jetzt so einem wabernden Fleischmonster zu vertrauen, das zu befreien. Es ist einfach das. Ich will das, versteht ihr, ich will, dass dieses, wird das Baummonster nicht, was scheinbar die Wölfe und den Werwolf auf mich gehetzt hat, nicht als. Und vielleicht auch die Leichen vor Antworten hat von dem vom Dorf dort. Ich will das nicht als Endgegner haben, möglicherweise. Kann auch sein, dass irgendwas anderes schuld ist und so weiter. Da blicke ich soweit momentan nicht durch, aber das ist das Risiko, das dann so ein Monster befreit zu haben, ist mir höher als
Ich würde einfach mal sagen, vielleicht ist das auch eine blöde Idee und ich erfahre dann nachher, dass ich ein herzloser Bastard bin und das hätte befreien müssen. Das ist, und da droht mir noch Übleres, aber aus momentaner Sicht würde ich sagen, das ist das Risiko, mordsmäßig gefährliches Fleischbaummonster zu befreien, ist mir einfach, ist, versteht ihr, was ich meine? Tut mir leid, aber... Ich glaube dir nicht, Geist. Zu viele nennen dich böse. Deine Worte allein sind nicht genug. Wende dich gegen mich und die Mächte der Natur erheben sich. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir den als Bosskampf. Na toll. Hätten wir sie befreit, hätten wir den Bosskampf wahrscheinlich nicht gehabt. Wo bin ich? Herz des Baumes. Na toll, jetzt müssen wir es besiegen. Das sieht ja momentan nicht so schwer aus. Nur ein paar Spinnenviecher besiegen. Und besiegt. Ich hab. Ja, ich fühle mich schlecht. Du bist abgeschlossen, der Flüsterhügel. Wir haben bestimmt einen guten Geist getötet, aber. Loot. Hier gibt es Alchemie-Loot. Das wir bestimmt irgendwann mal brauchen können. Ich wollte es halt einfach nicht. Ich kann halt nicht. Jetzt hatten wir den irgendwie als Bosskampf. Diamantstaub. Ich wollte ihn halt nicht aufs Dorf loslassen oder im Dorf halt dann so ein. Das Risiko. Uff. Ich meine, jetzt haben wir sowieso gegen ihn gekämpft. Gegen den Baum. Ja, Entscheidungen halt. Das ist. Ja. Magie. Ein Ort der Macht. Oh, Hallöchen. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Dorfälster. Habe ich was falsch gemacht? Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Da hat was gelauert? Ein böser Geist saß in dem Baum auf dem Hügel. Er hat die Leute getötet. Wie hast du ihn vertrieben? Ich war oben und habe das Problem gelöst. Die Details gehen nur mich was an. Wie war? Ich habe von sowas generell keine Ahnung. Die Mumen, ihr nennt sie Herrinnen des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie meinen. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Aha, okay. Das bedeutet... Bringt sich doch hoffentlich nicht selbst um. Okay. Die Bezahlung. Bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder. Über Wählen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will... muss seinen eigenen Schutz suchen. Aha, wir liefern also ein Ohr aus.
Ja. Stufe 7. Nice. Ein neuer Punkt. Jägerhandschuhe. Oha. Eine Rüstung hätte ich lieber. Oder ein Silberschwert. Aber was soll es? Sollten wir die vielleicht mal besiegen? Steck dein Schwert weg, Junge! Ember scheint es dir sogar noch süßer. Und ihr seid so anders als auf dem Wandteppich. Nun, geh damit. Wie wär's, wenn wir die drei töten? Das dürfte ja nicht zu schwer sein. Ich fürchte, wir müssen kämpfen. Hintergehe uns nie wieder! Wir vergeben dir deinen Fehltritt. Du hast deine Sache gut gemacht. Hübsche Schwestern sind das. Sehr hübsche Schwestern. Doch jetzt müssen wir mit unserem weißhaarigen Freund sprechen. Die Wandteppiche. Ich kenne dieses Zeichen. Das ist kommen euch die Frau des Barons sehr nah. Sie gehört keinem Mann. Sie trug eine Frucht im Bauch, gewachsen aus dem Samen meines Mannes, den sie hasst. Wir halfen ihr, dafür dient sie uns. Sie trägt das Zeichen, sie gehört uns. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Ihr habt mich den Flüsterhügel zähmen lassen. Das war viel Arbeit. Nichts ist umsonst, tapferer Mann. Hast du die bösen Mächte vernichtet? Unserem Reich Frieden gebracht? Wegen solcher Sachen ist das Spiel ab 18. Es ist wegen solcher Kreaturen. Ich hoffe, ihr esst gerade nicht. Wozu habt ihr die Kinder gebraucht? Gebraucht? Wir? Sie haben uns gebraucht. Unsere Fürsorge. Wo sind sie? Sie sind weit weg. Haben keine Sorgen mehr. Im Wandteppich habt ihr anders ausgesehen. Wir haben uns für dich hübsch gemacht. Wenn du wüsstest, wie lange wir vor dem Spiegel gestanden haben. Ja, sexy. Ihr wisst, warum ich hier bin und was ich will. Du wirst von uns träumen und um das bitten, was du jetzt ablehnst. Sicher. Das tun alle. Sicher. Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen. Aschblond. So nennen sie das. Fingerdünn. Verstört und erschöpft. Konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmüh,
Ein ungezogenes Mädel. Verschlagen, bockig, selbstsüchtig. Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort. Also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Wir wussten, dass jemand Besonderes kam. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Ohren. Wir sahen ihr Ebenbild wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Sie fiel uns in die Hände. Älteres Blut. Das Blut der Verräterin. Nein. Die haben sie nicht. Das will ich nicht für sie hoffen. Schläft sie jetzt? Wie ein Lamm. Kommt, Schwestern, nicht getrödelt. Der Tisch ist gedeckt. Der Kessel brodelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Inlerit kriegt sie, ja, ja, aber nicht am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brühe. Oh, ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Sollst du bereuen, Mädchen? Bitter bereuen? Komm zurück! Oha. Komm zurück! Komm zurück! Jetzt müssen wir fliehen, während wir ertrunken schlafen. Siris Geschichte. Flucht aus dem Sumpf. Wir zauschen ab. Wird es uns schaden, wenn wir einfach fliehen? Einfach nicht kämpfen, einfach abhauen. Hat jetzt gerade nicht so viel Bock drauf. Geschichte, Flucht aus dem Sumpf. Sie schlachten wie ein Tier. Ja, gut, das haben wir ein bisschen abgekürzt. Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns in unsere Jugend. Hätten wir ruhig ein bisschen kämpfen können. Älteres Blut. Außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Wie schade, dass sie geflohen ist. Ja. Ihr habt versucht, sie zu töten. Das vergebe ich euch nicht. Sinnloses Gerede. Unsere Schicksale sind für wahr verbunden. Doch das trägt jetzt noch keine Früchte.
Jetzt sollst du Schatten jagen und im Nebel wandern. Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Und wenn du sie findest, wenn, dann wird sie sterben. Wir sehen uns, hübscher Ritter. Aha. Was war dies?